Willkommen zurück zu Pokémon Weiß, der Randomizer Nuzlocke. Wir waren hier stehen geblieben. Ich hatte geheilt, ne? Ja. Und wir sind auf dem Weg. Ihr dürft mir ruhig Namen schreiben, die ich den Pokémon geben kann. Weil wir sind jetzt wieder auf dem Weg, Pokémon benennen zu dürfen. Und eine Tronzi-Bäre. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, ob ich wissen will, was es ist. Also es ist eine Bäre. So viel weiß ich auch. Hey, ich denke, ein Pokémon-Kampf wäre jetzt angebracht. Auf geht's. Wäre er das, ja? Ich hab Skype nicht beschäftigt. Das muss ich nochmal. So. So, und wer bist du, Gastrodon? Sandsturm kommt auf. Ja, der Sandsturm, der ist weniger problematisch, als dass dieses Pokémon ein viel zu hohes Level hat. Für Bakura. Bakura muss eine ganze Menge aufholen. Pitakus, oh Gott, jetzt sind wir auch noch verwirrt, ne? Ja. Gestein ist es schon mal nicht und Pitakus ist, glaube ich, normal. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch normal ist und es kann Schlafrede. Also es ist so ein Relaxo. Ja, wir kämpfen jetzt gegen so ein Relaxo-eskes Pokémon. Und da dieser Kampf vermutlich... Ach, du bist Stahl auch noch. Na, da könnte ich mit Feuer eventuell... Eventuell was reißen. Und letztes Mal haben wir übrigens Turboknopf gefunden. Und da wir letztes Mal, da ich jetzt so ein bisschen Zeit habe zu labern, wollte ich euch mal ein bisschen was über Motivation erzählen. Ich habe nämlich gemerkt, meine Motivation für dieses Projekt hier, also ich spiele es unheimlich gerne. Da ist Motivation eigentlich das falsche Wort. Aber so die Intention, ich kann mich immer nicht aufraffen aufzunehmen. Das betrifft jetzt nicht nur dieses Projekt, sondern alle Projekte. Ich bin da immer ein bisschen faul. Verstehe, und was war jetzt dein Lieblings-Pokémon? Also mein Lieblings-Pokémon habe ich eigentlich nicht dabei. So, ich beschleunige mal wieder, damit wir heimgehen können. Ja. Ich finde es super, dass wir so einen Turbo-Knopf haben. Das wusste ich echt nicht. Das ist mir völlig neu. Das habe ich erst letzten Part rausgefunden. So, aber was ich eigentlich sage, ich neige dazu, hier schneller zu reden, wenn das Spiel schneller läuft. Furchtbar. Nein, ich versuche mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und... Ja, ich wollte euch eigentlich sagen, es ist ein bisschen doof, weil man neigt als Let's Player immer dazu, sich so ein bisschen von seiner Faulheit treiben zu lassen. Und dann gibt es so Tage, an denen es furchtbar anstrengend ist und da will man dann eigentlich gar nicht mehr danach aufnehmen. Und wenn man dann nichts im Voraus produziert hat, dann hat man ein Problem. Und in dieser Situation bin ich heute. Ich hatte nämlich zum Beispiel keine Lust, ihr seht ja auch, es ist relativ spät, normal nehme ich ja nicht so spät abends noch auf. Aber über den Tag hinaus hatte ich tatsächlich recht wenig Lust, hier aufzunehmen. Und ja, jetzt wurde es später und ich kann wieder normal reden, weil hier alles wieder im normalen Tempo abläuft. Oh, na, das hätte ich viel lieber gehabt. Also jetzt nichts gegen Bakura, aber das hätte ich lieber gehabt. So, wie war das? Du hast, ja, Laubklinge ist deine stärkste Attacke, aber du bist mehr ein Spezialangriffstyp. Nee, also da habe ich keine Lust und das Problem ist, morgen habe ich einen sehr, sehr anstrengenden Tag, oder wenn ihr das seht, heute habe ich einen sehr, sehr anstrengenden Tag vor mir. Da komme ich nicht dazu, das Ding noch aufzunehmen. Ist nicht sehr effektiv, das heißt, das Vieh wird wahrscheinlich Pflanze oder Stahl sein. Oder Feuer, das heißt, da muss Brotmobil ran. Ja, auf jeden Fall, da komme ich nicht dazu aufzunehmen. Wenn, dann noch kurz vor der Uni und das ist dann auch irgendwie mal ein bisschen doof. Und dementsprechend, ja, mache ich das jetzt noch. Und das Problem ist, dann müsst ihr eigentlich für den Folgetag aufnehmen, also für morgen, also Dienstag. Und da ist der Tag auch doof. Pilzspore, das schläfert ein, ne? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich meine zumindest, um Pokémon zu fangen. Oh, das ist eine... Das behalte ich mal. So, aber 20 Schaden, ganz ehrlich, selbst mit höherer Wertung ist das doof. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist irgendwie ein bisschen doof dann. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich mich morgen irgendwie aufraffe, nochmal aufzunehmen oder jetzt im Anschluss nochmal einen Part mache, aber ist auch doof. Weiß ich noch nicht. So, Omod, Pflanzegeist. Gegen Omod, Pflanzegeist. Aber unser Omod ist ein bisschen moddiger. Viel moddiger, viel besser. Und durch Bürde machen wir das jetzt kaputt.
Ja, Absorber, bringt dir gar nichts. Unser O-Mod gewinnt. So, gleich noch eine Bürde drauf. Das ist ein schönes Training hier. O-Mod gegen O-Mod, weil O-Mod gibt, glaube ich, auch recht viele Erfahrungspunkte. Boah. Das ist schön, da kann man gut trainieren. Aber jetzt bist du erstmal du dran. Das Pokémon, das ich auf dieser Reise mit mir führe, ist eine Empfehlung aus einem beliebten Reiseführer. Ach, du wählst Pokémon nach Reiseführer aus. Ja, das ist auch schön. Ja, da verstehe ich, dass da Team Plasma hier mit ihrem coolen Beam. Okay, ich will den Reiseführer. Ach du Kacke, ich überlege, ob ich ihn vielleicht mit Pilzspore erst betäuben soll. Ich glaube ja. Blizz. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Eisattacken hätten uns jetzt killen können. Also das hätte jetzt sein können, dass Bakura hier stirbt. Beim letzten Mal habe ich ja sofort ausgetauscht, also als ich das Level gesehen habe. Hier habe ich nicht sofort ausgetauscht und hier wäre es tatsächlich tödlich gewesen. Aber wir hatten Glück. Blizzard hat eine relativ niedrige Trefferwahrscheinlichkeit. Und das Vieh grillen wir jetzt einfach gerade. Komm, die hat nur ein Pokémon, da können wir auch die Lohe Kanonade einsetzen, hier mit voller Kraft drauf. So. Sehr effektiv, weg, Milotic. Level 18, es geht voran. Aber im Reiseführer steht leider nichts, wenn man einen Kampf gewinnt. Tja, man wählt Pokémon nicht nach Reiseführer aus, egal wie cool sie sind. Qualotbeere. Ich hätte vielleicht doch nutzlose Items bannen sollen, aber wollte ich nicht. So, ich gehe nochmal heilen. Das ist mir zu doof. Und zu riskant. Ich möchte nicht, dass noch mehr Pokémon sterben. Ich weiß, ihr empfindet mit mir. Wir haben 2 Meter geschafft bisher, diesen Part. Halber Part vorbei und 2 Meter gelaufen. Das ist super. Aber ich bin halt so ängstlich und... Ja, Bakura muss trainieren. Wenn Bakura stärker wird, wird es mal ein richtig cooler Teampartner. Aber bis jetzt ist halt leider noch nicht so. Und ich bin müde, das kommt noch hinzu. Aber ich bin froh, wenn dieser Part vorbei ist. Tatsächlich, weil ich müde bin. Aber nicht, weil er mir keinen Spaß macht. Weil das denken dann viele, der hat keine Lust aufzunehmen. Das Spiel macht ihm überhaupt keinen Spaß. Macht's nur... Ja, dann würde ich es nur für euch machen. Also, ne? Bezahlt werde ich hierfür nicht. Also, eigentlich schon. Mit Centbeträgen. Aber... ehrlich, die 2 Cent, die ich für so ein Video maximal kriege. Ups. Sagst du mir, wo du herkommst? Also ich komme aus... Nein, das verreiche ich erst, wenn du mich besiegst. Ja. Also, ne? Dementsprechend, mir macht das Spiel Spaß. So ist es nicht. Ich hab hier wirklich Spaß. Ich find's toll. Und ihr findet es auch toll. Und deswegen finde ich es noch toller, weil ihr es toll findet. Und in der letzten Zeit habe ich öfter mal verpasst. So. Na, jetzt ist mal Spitzspur rein. Sachen rechtzeitig freizuschalten, das habe ich öfter mal verpasst. Das tut mir auch leid. Also darüber entschuldige ich mich jetzt nochmal in aller Form. So, und während Linfo schläft, dessen Firma. Es nimmt keinen Schaden. Laubklinge. Es könnte Gestein oder Boden sein. Ja. Sehr schön. Weil hätte es Schaden genommen, hätte ich erst Bürde eingesetzt. Das war mein erster Kampf und ich habe prompt verloren. Ja, woher kommst du jetzt? Jetzt erzähl doch mal. Ehrlich zu sein, ich habe meine Reise erst gestern in Stardust City begonnen. Meine Pokémon habe ich noch nicht lang. Ja, dafür ist aber schon recht hohes Level. Zink. Zink erhöht Geschwindigkeit. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Zink, den ich nicht verballert habe, oder? Ist der hier mit dabei, oder? Ne, ist er nicht. Da ist Zink. Ne, wir haben nur einen Zink. Wem geben wir den denn? Mark? Also, es war Spezialverteidigung. Ah, ich bin doof. Was waren dann für Geschwindigkeit? Carbon? Ne, Carbon. Doch, Carbon müsste es sein. Für Geschwindigkeit. Oder ist es jetzt für Spezialangriff? Das kann auch sein. Ach, ist ja auch egal. Der Spaß einer Weltreise besteht darin, mit allerlei Pokémon aus verschiedenen Gegenden heiße Kämpfe auszutragen. Ja, zeig dir mal, was dabei hast.
Schwingal. Ja, okay. Das ist echt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Schön. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Wingal. Ich glaube, ich tausche mal lieber hier wieder gegen Marek aus. Ich habe so eine böse Vorahnung. Wahrscheinlich ist es jetzt Gestein oder so und wir hätten es einfach zerlegen können. Fettschwalze. Stahl? Käfer? Ich glaube Stahl. Nee, kein Stahl. Vielleicht doch Käfer hier. Ich denke jetzt an das Pokémon, das dessen Attacke das ist. Und ich meine, es wäre Käferstahl. Ihr wisst schon, diese mit den Stacheln da, diese Kugel da. Pflücker. Es hat auf jeden Fall Flugattacken drauf. Das bedeutet, Flugattacken sind böse. Mit denen hätten wir dann tatsächlich Probleme bekommen. Seht ihr mal, meine Vorahnung. Wenn ich mal eine hab. Meine Vorahnung ist besser als gar keine Ahnung. Oh, du bist echt Weltklasse, denke ich zumindest. Wen guckst du an? Wir haben nicht diese Autobahn, macht mich runter, um zu fliehen. Es gibt ja Leute, die mögen Autobahnen. Und so traf der reisende Backpacker auf einen reisenden Trainer. Brauchst eine ganze Menge, oder? Ja. Igor. Man bringe mir das Gehirn, Igor. Und jetzt auch noch ein Klick-Klack. Wisst ihr, ich würde unheimlich gerne auf Mark tauschen, aber ich traue mich nicht, weil ich denke, es könnte Psycho sein. Wenn es Wasser ist, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Wahrscheinlich ist es jetzt genau deshalb Wasser. Grambos. Kampf? Nicht sehr effektiv. Es ist doch nur Feuer. Pflanzenattacke? Ich denke gerade auf den Schlauch. Vielleicht Stahlattacke, das kann sein. Dass das Vieh wirklich Stahl ist. Ja, Stahl. Da hätten wir eigentlich auch mit Geisterattacken draufhauen können. Komm, es hat kein Leben mehr, zerschneide es. Nicht sehr effektiv, ist uns egal. Und Bakura ist Level 19. Yay. Lag der Sinn seiner Reise womöglich einzig allein darin, diesem Trainer zu begegnen? Ich kann das mit der Stimme nicht lange. Das geht unheimlich auf den Hals. Ich habe eh so einen trockenen Hals zurzeit. Ah, da ist er ja. Oh, mein Ohr kratzt. Huhu, Wolf. Komm doch mal hier rüber. Als mich Camilla neulich über Elektro-Pokémon ausgefragt hat, musste ich an euch denken. Deswegen bin ich nämlich auch hier. Ich hab da nämlich etwas für euch im Petto. Da werde ich ihr Augen machen. Hier, Sharon, für dich. Und du bekommst natürlich auch etwas, Wolf. Wolf hält Hyperball. Ja. Wenn ihr auf ein Pokémon trifft, das ihr gerne an eurer Seite hättet, dann setzt auf jeden Fall einen guten Ball ein. Der darf euch dafür nicht so schade sein. Man weiß nie so genau. Man weiß nie, ob man genau so einem Pokémon später noch einmal begegnet. Das mag jetzt vielleicht etwas komisch klingen, wenn das von mir kommt. Immerhin war ich es ja diejenige, die euch aufgetragen hat, den Pokédex zu vervollständigen. Aber ich möchte auch gerne, dass ihr Spaß auf eurer Reise habt, hört ihr? Hoppla. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass ihr euch nicht mehr um euren Pokédex kümmern sollt. Das sollte klar sein, oder? Also, ich muss jetzt zu Bell. Ja, Bell kriegt die Extrawurst. So, Sharon, mach dich ab. Weitermachen. Bevor wir unsere große Reise angetreten haben, hat Professor Esche uns ja die Pokémon und den Pokédex gegeben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie deine und Bells Mutter Professor Esche genau darum gebeten haben, damit wir etwas von der Welt sehen. Also Wolf, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich hab's. Vielleicht freut sich Professor Esche ja, wenn wir versuchen, auf Rote 4 die Pokémon zu fangen, die uns bisher entgangen sind. Nö. Ich hoffe, das muss ich nicht machen, weil für Nuzlocke ist das natürlich doof. Jetzt gehe ich schon wieder. Ihr dämlichen Kapuzenklone, verschwindet. Gestehe, alter Mann. Wir wissen, dass du eine Pokémon-Pension betreibst. Dachtest du etwa, das würde dich im Plasma entgehen? Wir nehmen den Pokémon... Die Menschen, die Pokémon weg. Nicht den Pokémon, die Menschen.
ich bin ein bisschen doof. Meine Kapuze ist jetzt für sie eng. Und in deiner Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Also, Pokémon, nicht Kapuze. Die gibst du uns jetzt alle. Das ist doch verrückt. Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir dir deine Pokémon ab. Immer noch ein cooles Theme. Aber Leute, ihr habt keine Chance. Setz ein. Verkokel. Los, Bakura. So, wir sind Level drüber. Kann ich auch mal ein bisschen was riskieren. Schocksamen. Ich glaube, das ist sogar Pflanze und eine recht starke Pflanzenattacke. Aber weil nicht sehr effektiv, bringt die nicht so viel. Und wenn du Pflanzen-Pokémon bist, dann mache ich mit der Bürde kalt. Tja, ja. Mit mir zu kämpfen ist eben doch eine Bürde. Schlechtes Wortspiel, aber Anime-reif. Ach, Erholung kannst du auch noch. Das Schwein schläft. Ich habe schlafen gelegt und jetzt wach ich gleich wieder auf, um zu schlafen. Das ist so die Taktik, die ich übrigens auch bevorzuge. Aufwachen, damit ich weiter schlafen kann. Ja, übrigens, das mache ich wirklich morgens mit dem Wecker. Ich stelle mir den Wecker früher, damit ich noch länger im Bett bleiben kann, um noch zu dösen. Also gleiche Verkogelstrategie. Ich wache früher auf, damit ich nochmal einschlafen kann. Oh, Tom, dem sind wir schon mal begegnet, aber ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen, was es für ein Typ hat. Deswegen traue ich mich nicht, da irgendwas zu riskieren und tausche lieber aus. Aber ich möchte, dass Bakura die Erfahrungspunkte kriegt. Deswegen habe ich es gelassen. Was hattest du für einen Typ? Boden. Ja, da hätte ich doch eher dabei bleiben sollen. Ich habe auch nicht geguckt, was für ein... Habe ich nach der Fähigkeit geguckt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Muss ich gleich nochmal machen. Ich kann mir aber ein bisschen zu viel. Jetzt suhlt sich auch noch im Lehm. Direkt Elektrizität geschwächt. Keine Sorge. Bin ich elektrisch. Sag mal, der macht aber auch immer 9, ne? Ich glaube, der kann nichts anderes. Kann nur Stufe 9. Erdkräfte. Ah ja. So. Totgebissen. Tschüss, Rotom. Ah. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Fürs Erste nichts wie weg hier. Schnell zum Vergnügungspark. Der mit der engen Mütze. Vielen lieben Dank. Hier, als kleines Dankeschön. Nimm es nur. Mit diesem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen. Aber dazu kam es leider nicht. Och, danke. Ich betreibe auf Route 3 eine Pokémon-Pension. Falls du einmal Hilfe beim Training eines Pokémon brauchst, komm zu mir. Toll, da will ich mir nur Rayono City ansehen und dann sowas. Ah ja, ich kenne die Pension. Da sind wir auch schon dran vorbeigekommen. Hey, Wolf. Ja, du schon wieder. Professor Esche meinte, in Rayono City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Den Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Musical ansehen. Also, bis später. Habe ich jetzt endlich Ruhe für eine Abmoderation? Ja, habe ich. Gut, Leute. Damit ihr es auch seht, ich speichere an dieser Stelle. Es sind viele Minuten, die hier zur Spielzeit beigetragen haben, die einfach nur der Emulator im Hintergrund gelaufen ist, tatsächlich. Es ist doof, aber es ist wirklich so. Und ihr lasst mir jetzt einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben. Also nicht, dass ihr denkt, das käme jetzt alles von der Beschleunigung, wenn ich hier Tokenknopf drücke. Nee, das kommt tatsächlich davon, dass ich beim Speichern und beim Bearbeiten der Videos oftmals den Emulator einfach noch anhab. Ich weiß, ich bin doof, aber ich mache das oft. Mich würde es nicht wundern, wenn gut 2 Stunden auf Bearbeitungszeit gehen, tatsächlich. Gut, egal. Jetzt Kommentare lassen, Daumen nach oben, sind beide Sachen wichtig. Und ich kriege hier eh so wenig Kommentare. Also wenn ihr kommentiert, ihr macht mir damit eine Riesenfreude. Gut, wir sehen uns dann morgen, wenn es hier weitergeht mit Pokémon Weiß, die Randomizer-Nuzlocke. Bis dann, euer Wolf.